Stellvertretend für die Hochschule München lesen wir aus dem Buch Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig von Jaroslav Haschek vor. Jaroslav Haschek ist ein 1883 in Prag geborener Schriftsteller, der sich seit jeher in erster Linie satirischen Texten widmete. Im Ersten Weltkrieg diente er an der Ostfront. In russischer Kriegsgefangenschaft schloss er sich der Roten Armee an und trat 1918 der Kommunistischen Partei Russlands bei. 1920 kehrte er nach Prag zurück und begann mit dem Manuskript zum braven Soldaten Schweig. Die Arbeit am Manuskript endete mit Hascheks Tod im Jahr 1923. Statt einleitende Worte zum Buch zu verlieren, möchten wir Kurt Tucholsky sprechen lassen. 1926 schrieb er in der Weltbühne anlässlich der ersten Übersetzung des Werkes ins Deutsche über den braven Soldaten Schweig unter anderem Folgendes: Herr Schweig ist dumpfiffig, klein, völlig unbekümmert um alles, was mit ihm geschieht, aber voll des größten Interesses für alles, was um ihn herum vorgeht. Wo bei anderen Pathos ist, da blinzelt er treuherzig gelassen, und oft fragt man bei so viel Unbekümmertheit, ob er spaße. Nein, es ist ihm nur leicht ums Herz. Diesen Schweig nun stellt der Verfasser in den Weltkrieg, und es begibt sich, dass der kleine Tscheche die gesamte österreichische Monarchie übers Ohr haut, wozu nicht viel gehört. Mehr, dass er ihrer Herr wird, dass er sich mit der unschuldigsten Miene von der Welt über sie lustig macht. Und dass alles vor diesem idiotisch schlauen Kerl versinkt. Sieg, Niederlage, Ehre, Ruhm, General und Krankenschwester. Die Gespräche des Herrn Soldaten sind alle von leichter Blödelei angefüllt. An jeder Gesprächsecke überfallen ihn die Erinnerungen seiner Gasse. Und wenn's ernst wird, beginnt er, dem erstaunten Partner mit einer Geschichte aufzuwarten. So etwas von Pointenlosigkeit soll noch mal geboren werden. Aber um von dem Wesen des bekanntesten aller Soldaten einen Begriff zu geben, setze ich den Anfang des Buches hierher. Also Sie haben uns den Ferdinand erschlagen, sagte die Bedienerin des Herrn Schweig, der vor Jahren den Militärdienst verlassen hatte, nachdem er von der Militärärztlichen Kommission endgültig für blöd erklärt worden war, und er sich nun durch den Verkauf von Hunden, hässlichen, schlechtrassigen Scheusälern ernährte, deren Stammbäume er fälschte. Neben dieser Beschäftigung war er von Rheumatismus heimgesucht und rieb sich gerade die Knie mit Opodildoc ein. »Was für ein Ferdinand, Frau Müller?« fragte Schweig, ohne aufzuhören, sich die Knie zu massieren. »Ich kenne zwei Ferdinande. Einen, der ist Diener beim Drogisten Pruscher und hat dort mal aus Versehen eine Flasche mit irgendeiner Harzinktur ausgetrunken. Und dann kenne ich noch den Ferdinand Kokoschka, der was den Hundedreck sammelt. Um beide ist kein Schad. Aber gnä Herr, den Herrn Erzherzog Ferdinand, den aus Konopisch, den Dicken, Frommen.« »Jesus Maria«, schrie Schweig auf, »das ist aber gelungen. Und wo ist ihm das dann passiert, dem Herrn Erzherzog?« »In Sarajevo haben sie ihn mit einem Revolver niedergeschossen, gnä Herr. Er ist mit seiner Erzherzogin im Automobil gefahren.« »Da schau her, im Automobil. Frau Müller, ja, so ein Herr kann sich das erlauben. Und denk gar nicht dran, wie so eine Fahrt unglücklich ausgehen kann.« »Der Herr Erzherzog ruht also schon in Gottes Schoß? Hat er sich lang geplagt?« »Der Herr Erzherzog war gleich weg, nee Herr. Sie wissen ja, so ein Revolver ist kein Spaß. Unlängst hat auch ein Herr bei uns in Nußle mit einem Revolver gespielt und die ganze Familie erschossen, mitsamt dem Hausmeister, der nachschauen gekommen ist, wer dort im dritten Stock schießt. Mancher Revolver geht nicht los, Frau Müller, wenn Sie sich auf den Kopf stellen. Solche Systeme gibt's viel, aber auf den Herrn Erzherzog haben Sie sich gewiss was Besseres gekauft. Und ich möchte wetten, Frau Müller, dass sich der Mann, der das getan hat, dazu schön angezogen hat.« Nun folgt eine Passage aus »Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig«, nachdem Schweig vom Militärarzt wegen seines Rheumas begutachtet wurde. Dr. Grünstein hielt Wort. Am Vormittag kamen einige Militärärzte, die berühmte Kommission. Sie schritten ernst die Bettreihen entlang und man hörte nichts anderes als »Zeigen Sie die Zunge!« Schweig steckte die Zunge so weit heraus, dass er eine blöde Grimasse schnitt und seine Augen sich schlossen. »Melde gehorsamst, der Stabsarzt, ich habe keine längere Zunge!« Darauf folgte ein interessantes Gespräch zwischen Schweig und den Mitgliedern der Kommission. Schweig behauptete, dass er diese Bemerkung in der Befürchtung gemacht habe, man könnte glauben,
Er wolle vor ihm die Zunge verstecken. Die Urteile der Mitglieder der Kommission über Schweig waren in Anbetracht dessen außerordentlich verschieden. Die Hälfte von ihnen behauptete, Schweig sei ein blöder Kerl. Die andere hingegen, er sei ein Filou, der sich aus dem Militär einen Jux machen wollte. Das müsste aber verflucht zugehen, brüllte der Vorsitzende der Kommission Schweig an, dass wir mit ihnen nicht fertig werden sollten. Schweig blickte die ganze Kommission mit der göttlichen Ruhe eines unschuldigen Kindes an. Der Oberstabsarzt trat dicht an Schweig heran. Ich möchte gern wissen, Sie Meerschwein, was Sie sich jetzt wohl denken. Melde gehorsamst, ich denke überhaupt nicht. Himmel, Donnerwetter, schrie ein Mitglied der Kommission mit dem Säbel klirrend. Er denkt also überhaupt nicht. Warum, Sie siamesische Elefant, denken Sie denn nicht? Melde gehorsamst, ich denke deshalb nicht, weil es beim Militär den Soldaten verboten ist. Wie ich vor Jahren bei den 91ern gedient habe, da hat uns unser Herr Hauptmann immer gesagt, ein Soldat darf nicht selbst denken. Für ihn denken seine Vorgesetzten. Wie ein Soldat anfängt zu denken, ist er schon kein Soldat, sondern ein ganz gemeiner Zivilist. Denken führt zu nichts. Halten Sie's Maul, unterbrach ihn wütend der Vorsitzende der Kommission. Über Sie haben wir sowieso schon Berichte. Der Kerl meint, man will glauben, dass er ein wirklicher Idiot ist. Sie sind kein Idiot, Schweig. Gescheit sind Sie, gerieben sind Sie, ein Lump sind Sie, ein Falott, ein Lausbub. Verstehen Sie? Melde gehorsamst, ich verstehe. Ich habe Ihnen schon gesagt, Sie sollen das Maul halten. Haben Sie gehört? Melde gehorsamst, dass ich gehört habe, dass ich das Maul halten soll. Himmel, Herrgott, also halten Sie das Maul. Wenn ich es Ihnen befehle, dann wissen Sie gut, dass Sie kuschen müssen. Melde gehorsamst, dass ich weiß, dass ich kuschen muss. Die Offiziere blickten einander an und riefen den Feldwebel. Diesen Mann da, sagte der Oberstabsarzt von der Kommission auf Schweig weisend. Führen Sie ihn in die Kanzlei und warten unseren Bericht und Rapport ab. Im Garnisonsarrest wird man ihm schon das Quasseln aus dem Kopf treiben. Der Kerl ist gesund wie ein Fisch, simuliert und drischt noch mit dem Maul und macht sich einen Jux aus seinen Vorgesetzten. Er denkt, dass sie nur zu seiner Unterhaltung da sind und dass der ganze Krieg eine Hetz oder eine Jux ist. Man wird ihnen im Garnisonsarrest zeigen, Schweig, dass der Krieg kein Jux ist. Schweig ging mit dem Feldwebel in die Kanzlei und auf dem Weg über den Hof summte er vor sich hin. Meinte das dienen eine Hetz nur sei, dass es eine Woche oder 14 Tage dauert und vorbei. Und während Schweig in der Kanzlei von dem diensthabenden Offizier angebrüllt wurde, dass man solche Kerle wie Schweig niederschießen solle, brachte die Kommission in den Krankenzimmern die Stimulanten zur Strecke. Von 70 Patienten retteten sich nur zwei. Einer, dem eine Granate ein Bein abgerissen hatte, und ein zweiter mit wirklichem Bein fraß. Nur diese beiden hörten nicht das Wortchen tauglich. Die anderen wurden alle, nicht einmal die drei sterbenden Schwindsüchtigen ausgenommen, felddiensttauglich befunden, wobei es sich der Oberstabsarzt nicht nehmen ließ, eine Rede zu halten.